Moin, hier ist wieder der Schattennasenwalz mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder eine San Pellegrino und zwar die Clementina, was so wie ich das sehe Mandarine heißt. Steht auch drauf, kohlensäurehaltiges Fruchtsaftgetränk mit 9% Mandarine, 5% Orange und 2% Clementine. Also ist Clementine doch ein anderes als Mandarine. Okay. Man lernt nie aus. Und da ist halt drin Wasser, Mandarinensaft aus Konzentrat 9%, Zucker, Orangensaft aus Konzentrat 5%. Also ist da mehr als 5% Zucker drin. Oh, das ist eine Menge. Und dann noch Clementinensaft 2%. Kohlensäure, natürlich Aromen, Säurungsmittel, Zitronensäure. Farbstoff Anthocyane. Warum da jetzt ein Farbstoff drin ist, keine Ahnung. Und das waret. Also das finde ich bei, das ist jetzt nicht der erste San Pellegrino, wo dieser komische Farbstoff drin ist. Das finde ich jetzt ein bisschen schwach, weil das hätte man mit Sicherheit auch mit irgendeinem pflanzlichen Scheiß machen können. Ich bin zwar beim besten Willen kein Öko, aber manchmal muss die Chemie dann ja doch nicht sein. Gerade wenn man so viel Geld für eine Dose ausgibt. Und ich meine, die kosten so 80 Cent oder was im Lidl. Oh ja, der riecht definitiv mandarinig. Also der Geruch ist schon mal sehr lecker. Und ich mag ja die Fanta Mandarine. Deswegen von daher war ich auch irgendwie positiv überrascht, dass die jetzt im Lidl hatten. Weil von der erwarte ich eigentlich, dass die mir schmeckt. Oh ja. Definitiv anders als die Fanta Mandarine. Das ist wahrscheinlich, weil das Clementine ist und nicht Mandarine. Könnte ein bisschen intensiver sein vom Geschmack. Liegt vielleicht auch daran, dass die jetzt relativ kalt sind, weil die gerade frisch aus dem Kühlschrank kommt. Aber der Nachgeschmack ist definitiv, ja, wie soll man das sagen? Das ist wahrscheinlich bei den Mandarinen tatsächlich so, dass das eine Mandarine und das andere Clementine sind. Ich da aber nie darauf achte beim Einkaufen. Das sind die etwas... Vom Geschmack her die etwas süßeren Mandarinen, die nicht so säuerlich sind. Wenn da jemand was mit anfangen kann. Doch, durchaus lecker. Löst zwar die Pampelmuse nicht ab bei... als mein Lieblings-San Pellegrino, aber definitiv besser trinkbar als die Zitronenvariante, die war mir einfach nur zu sauer. Nee? Also die Clementina. Und war Clementine nicht die von Palmolive oder war das Dash oder irgendein anderes Spülmittel oder Waschmittel. Ist ja egal, auf jeden Fall die Clementine schmeckt weder nach Spül noch nach Waschmittel, die schmeckt lecker. Deswegen gibt es da von mir einen Daumen hoch. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Gerne kommentieren, abonnieren und was ihr auch sonst noch immer machen wollt damit. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder und sag mal danke fürs Zugucken, bis beim nächsten Mal.